So, kommen wir hier vorbei? Hinein in die Schwärze. Oh. Wir sind umkringelt. Von brennenden Mumienfürsten? Oder hören die noch auf zu brennen? Au, aua? Hallo? Ich glaube, es hackt. Was sollte das denn? Ich glaube, ich spinne. Was war das denn bitte für ein Zauber? Na, dem können wir gleich entgegenwirken. Entschuldigung, hattest du nicht ewiger Feind der Untoten? Oder so? Den haben wir doch reingenommen. Haben wir den schon... Ach so. Ah, ich glaube, sie hat den gerade gezaubert. Kann das sein? Siervi. Göttliche Energie. Swings Alennen. Reflexwurf, göttliche Energie. Was? Wir mussten einen Reflexwurf gegen göttliche Magie machen? Okay. Okay. Gut, halten wir uns nicht damit auf. Sie hat es wahrscheinlich gerade benutzt. So, fertig. Und dann machen wir einmal Sonnenstrahl, bitte. Herrlich. Ich liebe das. Gleißendes Licht. Sind wir das, die da die ganze Zeit zaubern? So, wir brauchen unbedingt was mit Flächenwirkung. Wie wär's denn mal mit Hammer der Götter? Nee? Mit gleißendem Licht vielleicht? Ach, wir sind blind und können deswegen nichts machen. Das ist ja ungünstig. Du hast doch dunkle Vorahnung. Ja, sehr schön. Magie verschlingen. Kannst du auch nicht zaubern, wenn du blind bist? Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Wie wär's denn mal mit hier? Wie wär's denn mal mit hier? Es gab ein Zeichen, dass es gleich Kaffee gibt, aber ich hatte ja selber gerade schon einen. Und ja, so sehr ich die Gemeinschaft in der Gemeinschaftsküche schätze, erstmal nicht. Wir sind ja gerade am Anfang, da kann ich nicht schon wieder sagen, nee, wir hören auf, obwohl ich gesagt habe, dass das geht ja nicht. Das wird so nicht funktionieren. Ach, das ist ein Einzelzauber, okay. Ha, sehr schön. Sehr gut. Ein wirksamer, niedrigstufiger Einzelzauber. Eine Heilertasche. Ist auch gut. Und noch eine Heilertasche. Das ist noch besser. Was haben wir denn noch so alles? Viele Leichen. Oh, ich glaube, wir sind jetzt schon auf dem Weg zum Heiligtum. 12 Goldmünzen. Wow. So, du hast negative Statuseffekte. Wir gucken jetzt mal, ob der Amonjaro was dagegen machen kann. Na? Nee, okay. Dann kann aber Siervi sicher mit Genesung dagegen an. Gut. Und dann sehen wir einmal zu, was wir hier noch so veranstalten können. Falle ausgelöst. Ach, das geht da unten lang. Ja, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt zum Ritualheiligtum. Vielleicht werden wir davor speichern und uns heilen. Ich glaube nicht, dass wir da so ungeschadet hinkommen. Unbeschadet. Deswegen werden wir vorsichtig uns vorantasten. Und sehen, dass wir vielleicht irgendwann noch einmal speichern. Ja, ouch. Speer können wir nicht gebrauchen. Damit belasten wir uns jetzt mal nicht. Krummsäbel auch nicht. Komm, wir müssen nicht alles mitnehmen. Es wird ernst, liebe Freunde. Ah, wir haben euch erwartet. Unser Meister ist bereit, sich auf dieser Ebene zu materialisieren. Er braucht nur, was ihr mitgebracht habt.
Ihr habt euren Zweck erfüllt, indem ihr herkamt. Aber um diesen Zweck weiterhin zu erfüllen, müsst ihr nicht am Leben sein. Nein, müssen wir nicht. Was ist, wenn wir jetzt hier wie und... Achso, doch, die mussten wir ja mitnehmen. Jetzt wissen wir auch warum. So, du einmal liest für ihn. Sollen unsere Feinde vor uns fallen? Und du liest für ihn. Auf sie. Du wirst dich mal auf ihn stürzen. Ja. Und du, haben wir nicht irgendwie Bigbys Hin an der Hand? Und du stürzt dich auf den da. So, komm, Aufgabenverteilung. So, hilft das? Jetzt machen sie das zusammen. Wir sind betäubt oder gelähmt? Okay. Das Konstrukt. Komm. Was? Er hat uns beide niedergeworfen? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Gut, sie hat sich geheilt. Seid ihr noch am Sprechen? Können die schon getötet werden oder wurde das unterbrochen? Ich weiß es nicht. Okay, Siavi schützt Emmen. Das ist gut. Wie wär's denn damit? Sollen unsere Feinde vor uns fallen? Gut. Gegen wen war Emmen nochmal? Gegen einen von denen da, ne? Wie viele Feinde haben wir denn hier? Ein paar, gut, okay. Wir können das auch. Hier. Dann können die sich mit dem da anlegen. Oh, wir sterben bald. Oh, wir haben Gesellschaft. Oh, wir sterben bald. Wie wär's, wenn du hier hingehst? So, Emmen, hast du das geschafft? Das liegt in meiner Macht. Wie wär's denn mit Massenheilung? Also, du gehst erstmal nach da. Genau. Und wir sind natürlich tot, war ja klar, aber erstmal Massenheilung hier, wie wär's? Die sind echt übel, die Viecher. Komm, 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 komm. Nein! Wann haben wir zuletzt gespeichert? Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Vergib mir, aber ich bin am Ende. Gut, ich glaube, wir müssen nochmal laden. Bis gleich! Wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen taktisch besser. Wir lösen hier erstmal die Falle auf. Dann sehen wir die da unten ja schon. Und werden dann mal versuchen, unseren Gefährten zu sagen, sie sollen die Stellung halten. Lasst euch nicht zurückdrängen, Freunde. Und dann gehen wir schon mal... Wow, was haben wir denn alles für Resistenzen? Das ist ja gut. Gehen wir da mal hin. Das sind 3 Schattenschnitte, oder? Gut. Wir sollten uns immer auf einen konzentrieren. Wir haben euch erwartet, materialisiert. Ich kenne schwere Wörter. Gut, die kommen. Dann werden wir uns mal zurückziehen. Komm, mach. Lock ihn an. Gut, was... hier ist der Schattenschütter. Wir werden... Jetzt gehen wir mal auf alle angreifen. Und gleichzeitig speichern wir gleich nochmal. Ja. Und jetzt gehen wir erstmal nach da. So, hier ist ein Schattenschnitter, ne? Auf den gehen wir jetzt erstmal alle. Emmen. Wo bist du eigentlich, Emmen? Emmen geht mal nach da hinten. So, und dann sprichst du die Formel. Alle anderen gehen auf ihn. Flammschlag. Sehr gut. Das Konstrukt. Und du könntest mal versuchen, gegen den da zu heilen, handeln. So, mal gucken, ob das klappt. Oha. Komm. Gut, haben wir den schon down? Nee, noch nicht, ne? Der ist wahrscheinlich nur tödlich verletzt. Komm, Emmen. Wir müssen irgendwie Emmen schützen. Sie ist gelähmt. Können wir da mit Genesung gegen an? Geht das?
Okay, nicht wirklich. Oh nee, Emmen ist gelähmt. Das ist natürlich schäbig. Ich werde euch vernichten oder bei dem Versuch untergehen. Das ist doof. Das ist sehr blöd. Aber hey. Wie wär's denn mit... Was? Aufrüstung von Kelga? Ist jetzt auch verletzt? Wie es dauernd das Konstrukt umhaut. Der Schattenschütter... sind alle noch ein bisschen... Ich würde sagen, wir machen einmal Massenheilung, oder? Aber wir haben uns, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir fangen sie so ein bisschen ab. Ist immer noch gelähmt. Die Frage ist, ob es geklappt hat. Ich glaube ja nicht. Wobei, ein Schattenschnitter... Liegt der schon am Boden, ein Schattenschnitter? Ja, ich glaube, er ist tot. Sehr gut. Dann kann Siervi mal für den anderen schon mal ein bisschen was fertig machen. Und Kelga... greift ihn mit den KI-Schadentreffer. Gut, du bist ach nee, bist immer noch gelähmt. Ja. Aber er kann immer noch zaubern? Obwohl er gelähmt ist, das ist ja gemein. So, gut. Ich glaube, jetzt ist er zum Abschuss freigegeben. Sehr gut. Ich glaube, er kann einfach nur nicht laufen. Wie wär's denn mal mit Netz der Reinheit? Ach, Magieverschlingen hat er gemacht. Das ist natürlich gut. Wobei, es hat nichts gebracht. Kannst du auch zaubern? Sowas wie... glänzender Schild, sänftiges Licht vielleicht? Okay, es bringt nur ein bisschen was. Er ist nicht mehr gelähmt, nur noch Swings ist gelähmt. Gut, tschüss Swings. Ah, schönes Amulett haben wir. Sammeln wir auf, ja, mach das mal. Gut. Wir können uns alle wieder bewegen. Dann nehmen wir uns mal des letzten Schattenschnitters an. Diesmal haben wir das gut gemacht, glaube ich. Unsere Feinde sind zahllos. Du sprichst und wir springen mit dir in die Bresche. Wie wär's mit Schlachtenglück? Und Hammer der Götter. War ja klar. Jetzt haben wir ja keine Immunität mehr, nicht wahr? Aber es ist egal. Wir können Auferstehung wirken. Und dann machen wir noch einmal Blutleerheit auf diesen ganzen... auf diesen Typen. Schade. Schade, schade. Aber... auch wenn der Typ uns da und umhaut, wir haben ja noch so schöne Sachen wie Leute an den Nova und so weiter. Gut, wir können ihn... Das war das Zeichen. Das war das Zeichen.